Hallo liebe YouTube-Welt, grüße euch meine Twitch-Freunde zu einem weiteren Kernzeit-Video natürlich, und zwar der Magier. Ja, der Magier, von einigen als recht Verlierer des Kernsets betitelt. Das kann man auch durchaus so sehen, allerdings auch ein bisschen übertrieben, wenn man bedenkt, wie das Kernset jetzt aussieht. Denn so viel sei schon mal gesagt, so schlecht ist es nicht. Also wie immer, was bleibt, was kommt neu, was kommt aus Wild zurück und was geht denn so weg? Plus am Ende ein kleines Fazit, wie es denn aussieht und was wohl so machbar ist. Ja, fangen wir an mit, was bleibt denn? Also, am Anfang viel Neues tatsächlich und bleiben tut Arcane Intelligenz. 3 Mana, ziehe 2 Karten, genau wie vorher. Natürlich Arcane Tag, also Arcane Feuer, also Tags haben sie alle bekommen. Ja, Arcane Intelligenz genau wie vorher, also Kartrau behält der Magier ein bisschen. Eisbarriere, Gegenzauber und Spiegelgestalt, ich packe die mal zusammen. Alle 3 Secrets, 3 sehr, sehr gute Secrets, ein sehr gutes Secret-Package bleibt und ändert sich auch nichts. Kältekegel bleibt und wurde gebufft auf 3 Mana. Ja, also Kältekegel war für 4 Mana wirklich eine sehr, sehr schlechte Karte. Für 3 Mana sieht die Welt schon anders aus. Für 3 Mana das Board einfrieren, also ziemlich einen Großteil des Boards einfrieren und auch noch ein bisschen Schaden machen. Das ist auf jeden Fall eine wesentlich bessere Karte, als wie sie vorher gewesen ist. Ob das reicht, um sie zu spielen, das wird man sehen. Aber man muss natürlich sagen, Blizzard und Frostnova sind weg. Spoiler ich jetzt schon mal hier an der Stelle. Insofern, ja, vielleicht wird Kältekegel auch nicht gespielt, weil sie gebufft wurde, sondern Kältekegel wird vielleicht gespielt, weil Frostnova und Blizzard weg sind und man halt irgendwas braucht. Ja, Feuerball bleibt wie er ist, das Wasserelementar bleibt wie er ist. Und Flamestrike wurde gebufft auf 5 Schaden. Ja, Flamestrike mit 7 Mana 4 Damage machen, das war wirklich viel zu schlecht, muss man einfach so sagen. Insofern, dieser Buff kommt gelegen und vielleicht sieht die Karte jetzt wieder mal Play. Mal schauen. Also, es ging sehr schnell, aber ihr seht, der Magier hat... Die Karten, die er behalten hat, sind eigentlich alle geblieben. Also, keine wurde gebufft. Großartig, außer halt Kältekegel und Flamestrike. Jeweils 1 Mana, 1 Damage. Insofern, die Karten, die da sind, das sind gute Karten, das sind solide Karten. Die sind gut, die waren vorher gut und das passt auch. Und der Buff auf Kältekegel und Flamestrike ist auf jeden Fall mehr als angemessen. Ja, was ist denn neu? Neu ist Blitzdings. Und Blitzdings war keine wirklich gute Karte. Aber ich stelle mir Blitzdings so vor, denn Arcane Geschosse sind weg. Und Arcane Geschosse ist quasi Blitzdings, wenn man so will. Nämlich für 1 Mana 3 Schaden machen, theoretisch. Aber Arcane Geschosse wurde halt als Face missbraucht. Also gerade mit dem vielen Spell-Damage. Oder mit Mosaki wurde Arcane Geschosse als OTK oder Spell-Gedöns missbraucht. Und ich denke, Blizzard hat einfach gesagt, okay, wir packen Arcane Geschosse weg. Dafür gibt es Blitzdings. Was Board-Control angeht, was Tempo angeht, ist Blitzdings ohne ING. Und trifft nur das Board. Kann also nicht missbraucht werden als Damage-Quelle. Und ist somit einfacher zu balancen. Finde ich persönlich eine gute Idee. Brabbelndes Buch, 1 Mana, 1-1 und gibt einen random Mage-Spell auf die Hand. Nette Karte, lustige Karte, wenn man damit einen coolen Spell bekommt. Solider One-Drop, kann man immer spielen. Wurde damals immer gespielt, war damals solide, ist jetzt solide. Ja, ein One-Drop, der ein bisschen was aufs Board macht und zusätzlich einem noch einen Spell gibt, der einem vielleicht hilft oder auch nicht. Kann nur gut sein. Schockfrost, ja, die Karte kostete, glaube ich, früher 2 Mana, jetzt kostet sie 1. Also friert einen Diener ein und wenn er eingefroren ist, vernichtet ihn. Ja, keine Ahnung, die Karte ist interessant deswegen, weil jetzt, wo Frostnova weg ist und jetzt, wo Blizzard weg ist, muss man sich halt die Frage stellen, die Karte sieht komisch aus. Also man packt Blizzard und Frostnova weg, also nimmt dem Magier viel Friespotenzial und gibt ihm dann ins Kernzentrum eine Karte, die einen Diener tötet, wenn er eingefroren ist. Also gehen wir mal davon aus, der Magier hat genug Friespotenzial. Selbst dann bin ich mir nicht sicher, weil meistens ist es ja so, du frierst ein und willst dann irgendwas machen. Du bereitest ein OTK vor oder du bereitest irgendwie einen anderen Boardkill vor. Aber du frierst selten ein, um einen einzigen Diener zu töten. Das machst du eigentlich nicht. Insofern, diese Karten haben bisher noch nie das Licht der Welt gesehen. Mal gucken, ob die hier es tut. Oder ob sie es einfach nur tut, weil sie 1 Mana kostet. Also, dass 1 Mana-Karten gecheatet werden, haben wir ja oft genug erlebt. Vielleicht wird sie deswegen gespielt. Wer weiß es schon. Aber das ist eine interessante Karte. Arcanologin. Super solide, war damals in jedem Magier-Deck 2 Mana, 2 Dreier-Karte, die eine Karte aus dem Deck zieht, um dass das Deck eventuell sogar gebaut ist, wenn es ein Secret Mage ist. Ist einfach großartig, insofern eine sehr, sehr gute, solide Karte.
Der gefallene Held ist auch zurückgekommen aus Wild. Ja, komische Karte, erhöht den Schaden der Heldenfähigkeit um 1. 2 Mana, 3 Zweier, hat erstmal keinen Effekt. Wenn du zumindest Turn 2, wurde damals auch nicht wirklich gespielt. Also selbst die Karte wurde nicht viel gespielt eigentlich. Es gibt halt Stand jetzt keine Synergie. Also wenn es keine Synergie mit der Heldenfähigkeit gibt, dann sehe ich diese Karte nicht. Die Karten sind alle alt. Aequin, die Wächterin, oder auch die Mama, die wir alle gerne hätten. 5 Mana, 5-5er Legendary, ersetzt Antonidas, ja, Mr. Aha! Aha! Der geht weg. Und Aequin, die Mama von Medivh, kommt als Ersatz. Also, Spell Damage plus 2, Todesröcheln, der nächste Diener, den ihr zieht, erbt diese Effekte. Also, das ist ein simpler Effekt. Diese Karte stirbt und der nächste Diener, den man bekommt, hat 2 Spell Damage und halt Todesröcheln. Bababa. Das heißt, Aequin stirbt, ich topdecke jetzt einen Us. Ich topdecke einen Us. Dann hat der Us plus 2 Spell Damage und Todesröcheln. Der nächste Diener erbt diese Effekte. Das heißt, ich spiele den Us mit 2 Spell Damage, der Us stirbt, ja, und ich topdecke Harrison Jones. Dann hat Harrison Jones plus 2 Spell Damage und Todesröcheln. Aber nur die beiden. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ihr Aequin buffen könnt. Ihr könnt jetzt Aequin nicht mit Segen der Könige buffen. Und der nächste Diener, den ihr zieht, hat auch Segen der Könige. Also mal abgesehen davon, dass ein Magier das nicht hat und ein Magier selten bufft. Aber wichtig ist zu sagen, man erbt immer nur die beiden Effekte. Also man erbt Spell Damage und man erbt den Todesröcheln. Das sind die Effekte, die man erbt. Und die kriegt der nächste Diener, den man dann zieht. Aber nicht noch irgendwie, wenn man die jetzt noch bufft oder anderes Gedöns. Immer nur die beiden. Weil hier steht, erbt diese Effekte. Da steht nicht, erbt alle Effekte dieser Karte, sondern erbt diese Effekte. Und damit sind diese beiden gemeint. Ja, also man kann quasi dauerhaft plus 2 Spell Damage haben. So die Theorie zumindest. Muss man gucken, ist eine nette Idee. Ob die nicht viel zu... Also ich könnte mir vorstellen, dass das viel zu langsam ist. Aber andererseits natürlich, wenn man wirklich dauerhaft plus 2 Spell Damage hat, auf theoretisch Dienern, die 1 oder 2 Mana kosten, das kann natürlich auch absolut krass sein. Ne? Also wenn du wirklich ein Deck hast, was sehr günstig ist und du hast dauernd 2 Spell Damage auf Dienern, die 1 oder 2 Mana kosten und die vielleicht noch selber Spell Damage haben, dann ist das ein ganz schön übler Effekt. Ich bin gespannt. Der Astrale Beschwörer ist auch neu, 5 Mana, 6-4. Ja, entdeckt einen Zauber, also die Karte wurde auch gebufft, die kostete früher, der hatte früher 6 Dreier-Stats. Ja, also er hatte 6 Dreier-Stats, wurde also auch gebufft um ein Leben. Und er war früher schon gut. Also, man muss natürlich sagen, die Zeiten von früher und jetzt sind anders, aber ich meine, 6 Vierer-Stats sind jetzt nicht so schlecht. Wegen dem Buff ist es okay, zumindest aggressiv und das Leben ist, ja, könnte besser sein, aber es ist halt okay. Und der Effekt ist ja gut, also einen Zauber entdecken als Magier, der Magier hat sehr, sehr gute Zauber. Und einen soliden Buddy zu spielen, der noch einen theoretisch guten Zauber entdeckt. Ja, meine Güte, was will man mehr im Kernset? Das meine ich, das Kernset soll ein solides Grundgerüst bilden. Und genauso wie die Arkanologin eine super solide 2-Mana-Karte ist, die man fast immer spielen kann, genauso ist der Astrale Beschwörer eine sehr solide 5-Mana-Karte, die man auch ganz oft und fast immer spielen kann, denke ich. Außer in super aggressiven Decks vielleicht, da nicht unbedingt. Drache von Kaltara, ihr könnt eure Heldenfähigkeit beliebig oft einsetzen. 6 Mana, 6, 7. Ja, also erstmal muss man sagen, 6 Mana, 6, 7 sind schon ganz gute Stats. Wurde der auch gebufft? Ich glaube, der hatte früher nur 6 Mana, 6, 6 oder so. Also ich glaube, der wurde auch ein bisschen gebufft im Leben. Also das muss man schon sagen, die Stats sind allgemein erstmal gut. Trotzdem ist das komisch. Also das mit der Heldenfähigkeit ist komisch. Da muss irgendwas kommen. Also es gibt, hier oben gibt es einen Dude, der die Heldenfähigkeit erhöht. Und hier gibt es einen Drachen, der die Heldenfähigkeit... Du spielst den Turn 10 und benutzt deine Heldenfähigkeit zweimal, das war's. Also die beiden Karten verstehe ich nicht. Und die kann man auch im Moment nicht verstehen. Insofern sage ich, oder ich predikte, entweder in der nächsten oder spätestens in der übernächsten Erweiterung kommt irgendwas oder irgendeine Karte oder Karten, die mit der Heldenfähigkeit vom Magier spielen. Denn wenn ich meine, Blizzard designt das Kernset so, dass es für ein Jahr passt. Insofern macht es nur Sinn, dass jetzt irgendwie in dem nächsten Jahr Magierkarten kommen, die mit der Heldenfähigkeit spielen, weil ansonsten macht der gefallene Held und der Drache von Kaltara wirklich keinen Sinn. Also so sehen die echt schlecht aus. Aber man muss ja bedenken, Blizzard sollte sich ja was dabei gedacht haben, zumindest in der Theorie. Und dann muss man einfach davon ausgehen und müssen wir jetzt mal abwarten, ob da was mit der Heldenfähigkeit passiert. Ja.
Okay. Also, was ist denn weggegangen? Und das ist schon ein hartes Stück. Wenn wir uns das Basishit angucken, Arkane Geschosse, weg. Spiegelbild, weg. Arkane Explosion, weg. Frostblitz, weg. Okay, Spiegelbild, whatever, ist jetzt keine mega krasse Karte. Arkane Explosion wurde tatsächlich jetzt gespielt im Burn Mage, weil er ja 10.000 Spell Damage hat und macht halt 5, 6 Schaden. Aber eigentlich war es auch keine so krasse Karte. Aber aufgrund der Spell Damage Maximierung ist Arkane Explosion tatsächlich ganz gut gewesen jetzt und ist jetzt weg. Ja, und Frostblitz und Arkane Geschosse, das sind die beiden Karten, weswegen Mosaki OTK Mage funktioniert. Und das sind die beiden Karten, weswegen Burn Mage funktioniert. Ja, ein Mana Burn und zwei Mana Burn. Und genau diesen beiden billigen Burn, den verliert der Magier. Das heißt, rein theoretisch, Stand jetzt könnte man sagen, Burn Mage ist tot, weil kein Burn mehr. Und OTK Mage ist tot, weil kein OTK mehr. Ja, die beiden Karten auf den ersten Blick, also auf jeden Fall sehr, sehr hart. Und gerade Frostblitz, selbst wenn wir jetzt mal von Burn oder OTK ausgehen, Frostblitz war einfach eine grundsolide Karte, die man eigentlich immer spielen konnte. Und die ist halt weg, insofern, das ist schon hart. Ja, Frostnova ist weg. Auch Frostnova für OTK-Decks, für Combo-Decks. Das ganze Board einfrieren. Sehr, sehr starke Karte ist auch weg. Feuerball bleibt. Verwandlung ist weg. Sheep. Also Hard Removal. Irgendein Death Rattle komplett wegmachen. Auch das ist weg. Ja, der Magier hat noch Devolving Missiles. Also Devolving Missiles bleiben. Und es ist auch fürs nächste Jahr ein ganz guter Ersatz. Trotzdem. Und Sheep wurde auch nicht mehr so viel gespielt. Also es ist nicht so, dass jetzt in jedem Magier-Deck. Wer hat denn noch Sheep gespielt? Kaum jemand hat Sheep gespielt. Aber trotzdem, die Tatsache, dass die Möglichkeit weg ist, ist diese Karte zu spielen, macht es halt schon härter, ne? Wasserelementar und Flamestrike bleiben. Flamestrike wurde gebufft. Also, ihr seht, Arkane-Geschosse, Frostblitz, Frostnova, Sheep. Das sind schon sehr, sehr krasse Karten im Basisset. Andererseits muss man auch fair sein und sagen: Natürlich verliert der Magier gute Karten. Aber warum verliert der Magier denn gute Karten? Weil er gute Karten hat. Ich meine, guckt euch das Basisset des Paladins an. Ja, guckt euch den Müll an. Müll, 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 Müll. Semi-Müll, Semi-Müll. Okay. Ja. Segen der König ist auch okay. Aber ich meine, wenn man natürlich nur Müll oder okay ist im Basisset hat, ja, dann kann es ja nur besser werden. Oder dann kann es ja eigentlich nur nach oben gehen. Wenn du aber so ein Basisset hast, wo 4 oder 5 Karten drin sind, die seit Ewigkeiten gespielt werden, dann kann es ja auch eigentlich nur schlechter werden. Das ist halt, ne? Insofern kann man als Magier eigentlich nur erstmal denken, dass es nicht so gut ist, weil man halt einfach gute Karten verliert. Ja, gucken wir uns das Classic-Set an. Foliant der Intelligenz ist jetzt nicht der Rede wert. Eiszapfen ist nicht der Rede wert. Mana-Würm ist auch nicht mehr der Rede wert seit dem Nerf. Zauberlehrling. Danke, ein Jesus. Oder der Gott der Karten. Ich weiß nicht, wen man anbeten muss. Gott sei Dank ist diese Karte weg. Meine Güte, was hat diese Karte für ätzende Kombos, für OTKs gemacht? Also, nicht nur, dass Arkane Missiles weg sind und nicht nur, dass Frostblitz weg ist, auch der Zauberlehrling ist weg. Insofern, auf jeden Fall Schuss Mosaki OTK Mage, ja? Hundertprozentig Schuss Mosaki OTK, das geht auf jeden Fall jetzt nicht mehr. Wenn jetzt nicht genau die gleichen Karten in der ersten Erweiterung kommen. Und auch andere Decks, Burn Mages, ja. Und selbst Antonidas OTK. Okay, Antonidas ist auch weg. Also Mosaki OTK sollte tot sein, Antonidas ist ja auch weg, insofern ist das auch tot. Also ich hoffe, dass Magia OTK frei ist. Und diese Karte auf jeden Fall gut, dass sie weg ist. So viele Kombos, die damit immer machbar sind, meine Güte. Ansonsten verliert der Magier ein Secret Package, also Spiegelgestalt, Eisbarriere und Gegenzauber bleiben. Und Zerstäuben und Zauberformerin gehen weg, genauso wie die Magierin der Kirrentor. Also ich sag mal so, er behält drei sehr gute Secrets, er verliert ein gutes und er verliert eins, was okay ist. Die Secrets vom Magier waren halt alle ganz in Ordnung und er behält drei gute und zwei gehen halt weg. Insofern, das ist, denke ich, gut. Dass nicht jedes Secret drin bleibt, ist logisch. Insofern ist das in Ordnung. Spellbender ist gegen einige Decks besser, gegen einige Decks natürlich schlechter als gegen Zauber. Und gegen Zauber ist ja allgemein eine sehr krasse Karte. Insofern kann der Magier froh sein, dass er den behält. Astraler Arkanist ist theoretisch auch Secret Support, aber die Karte wurde ja nie gespielt. Kältekegel bleibt. Blizzard ist weg. Ja, auch krass. AOE. Und nicht nur AOE, sondern auch nochmal. Also, ja. Ich sehe kein Combo mehr. Ich meine, wie gesagt, der Burn ist weg. Das Einfrieren ist weg. Und
Zauberlehrling ist weg. Also ich sehe im Moment keine Combo Mages, weil die so alles, was für Combo Mages gespielt wurde, billiger Burn, Einfrieren und Spellback und Zauberlehrling, alles ist eigentlich weg. Was natürlich super ist, finde ich gut, aber das kann ich im Moment echt nicht sehen. Ja, Antonidas ist weg. Antonidas wurde, wenn man ehrlich ist, auch nicht mehr gespielt. Antonidas wurde nur gespielt, wenn er als OTK missbraucht wurde. Insofern, schön, dass du da warst, Anton. Aber deine Zeit ist auch gekommen, denn wirklich gut war er nicht. Und nur für OTKs wurde er missbraucht, insofern ist das in Ordnung. Und der Pyroschlag ist auch weg. Pyroschlag ist nicht gut und Pyroschlag wurde auch quasi nie gespielt. Aber man hat ihn halt random bekommen. Also das ist der eine Punkt. Pyroschlag konnte man random kriegen. Und dann war er doch nett, weil random einen Priester mal bursten können, weil man halt einen Pyro gefunden hat oder was auch immer. Das ist halt öfter mal passiert. Insofern, dass Pyro weg ist, ist nicht interessant für den Deckbau. Aber dass Pyro weg ist, ist interessant für random Generationen. Weil sei es der Magier oder auch der Schurke im Moment, finden halt hin und wieder mal Pyros und das ist halt doof. Insofern bin ich auch froh, dass der Pyro weg ist, damit er nicht mehr random gefunden wird und einem das Game verliert. Das ist immer sehr, sehr ärgerlich. Ja. Also, man kann wirklich sagen, der Magier, gerade im Basisset, sehr gute Karten, sehr viel Burn, Einfrieren, auch hier nochmal Blizzard. Der Magier verliert viel, viel Gutes, aber man muss auch sagen, ich meine, Gott, Bubbling Book ist super solide, Arkanologin ist super solide, der Astrale Beschwörer ist super solide. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Egwin echt nicht schlecht ist, wenn du dauerhaft 2 Spell-Damage auf deinen Kindern hast. Auf jeden Fall glaube ich, dass sie spielbarer ist als Anton. Insofern, der Magier verliert viel, viel Gutes, weil er einfach ein krasses Klassik und gerade besonders Basisset hatte. Das ist also logisch, aber er bekommt auch sehr, sehr solide Karten. Dann halt einfach Karten, die den Burn ersetzen, aber dafür mehr Kontrolltools geben, wie Blitzdings oder Schockfrost. Also statt Frostblitz gibt es halt Schockfrost. Ja, friert auch ein, kostet Mana weniger, aber kann halt nicht burnen. Statt Arkane Geschosse gibt es halt Blitzdings. Ja, macht auch einen Damage, macht theoretisch auch 3 Schaden, kann aber halt nicht ins Face gehen. Insofern ist halt, wenn Blizzard also will, dass der Magier burnen soll, dann können sie das jetzt über die Add-ons regeln. Also sie regeln den Burn vom Mage über Add-ons, aber der Design Space wird nicht mehr durchs Basis- oder Standard-Set eingeschränkt und das, denke ich, ist eine gute Sache. Das Einzige, was man wirklich noch als seltsam betrachten muss, ist der gefallene Held und der Drache von Kaltara. Das wirkt halt wirklich komisch. Da muss man die Add-ons abwarten, um sagen zu können, ob das cool ist, ob das Sinn macht oder ob das wirklich am Ende bescheuert war. Keine Ahnung. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich bin sehr gespannt auf die Erweiterungen, ob die Erweiterungen wirklich versuchen, das Kernset aufzugreifen. Also ob wirklich was für die Heldenfähigkeit kommt, ob wirklich noch mehr Secret Support kommt. Ja. Ich bin gespannt. Wir können nur abwarten. Ich freue mich. Morgen kommen wir dann zum Hunter. Hunter ist auch nicht unbedingt mein Steckenpferd, aber wir werden uns trotzdem natürlich einmal durchjagen durch die Geschichte. Ich freue mich drauf. Bleib gesund und bis bald hier auf YouTube oder natürlich täglich auf Twitch. Hey, vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende angeguckt hast. Unglaublich. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Also das Übliche. Lass auf jeden Fall gerne einen Kommentar da für Verbesserungsvorschläge, Lob, Kritik, wie auch immer. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn es noch nicht passiert ist, über ein Abo. Sollte man hier irgendwo sehen können. Kostet auch nichts. Außerdem bin ich auf Twitter, Instagram zu finden. Alle Links, auch für meinen Twitch-Kanal, das ist fast das Wichtigste, ne? Täglich fulltime auf Twitch unterwegs. Alle Links unten in der Beschreibung des Videos. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Mach's gut und bleib gesund. Ciao.